religiöse Albernheiten. Wie mächtig Religionen sind, zeigt sich unter anderem dann, wenn man versucht, jemanden seine absurden Ideen auszureden. Allein der Gedanke, so etwas zu tun, ist in unserer Gesellschaft praktisch ein Tabu. Wenn etwa jemand geglaubt, er sei der wiedergeborene Napoleon, dann hat keiner ein Problem damit, wenn man sich große Mühe gibt, demjenigen diese Flausen auszutreiben. Weil es einfach völlig klar ist, dass es Unfug ist, was er glaubt, und derjenige mit dieser Störung im Leben ein ernstes Problem haben wird. Auch wenn man so einem zugute halten könnte, dass es Napoleon wenigstens wirklich gegeben hat. Wenn nun aber jemand an irgendwelche Götter glaubt oder irgendwelche Propheten für besonders toll hält, dann ist allein schon der Versuch, denjenigen diesen Unfug auszureden, oder das ist irgendwie etwas Anrüchiges, etwas, das man nicht macht. Frage ist, gibt es da eine kritische Masse? Was, wenn dieser Geistesgestörte, der sich für Napoleon hält, 1 Million oder 1 Milliarde Menschen davon überzeugt, er sei der wiedergeborene Napoleon? Muss man das dann nicht mehr behandeln? Muss man das dann respektieren? Ist es wirklich ein Argument, wenn wirklich viele etwas Verrücktes glauben? Ändert sich da dann wirklich die zugrunde liegende Verrücktheit?